Hallo liebe CC-Familien, schön, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet zu unserem neuen Vlog. Dieses Mal soll es komplett um unser neues CC-Hörspiel gehen. Viele von euch haben es schon gesehen auf Facebook. Und heute wollen wir es euch noch ein bisschen mehr erklären und ein bisschen mehr zeigen. Dieses Hörspiel ist entstanden mit der Büffelgame-App zusammen. Und es ist hervorragend geeignet zum Hörtraining, sowohl für beidseits versorgte Kinder als auch für einseits versorgte Kinder. Da komme ich aber nachher noch zu. Die Geräusche in dieser App sind alle handgemacht von meinem Kollegen Sebastian Milau, der auch das Schneckchenbuch vertont hat. Und wenn ihr die Geräusche schon gehört habt, dann wisst ihr, das sind wirklich gute und auch qualitativ gute Geräusche. Und die Videos, die kleinen Clips oder Bilder, sind ganz häufig auch Videos von uns. Das heißt, wenn ihr uns hier kennt, wenn ihr hier zur Reha geht, dann werdet ihr uns Therapeuten wiederfinden, aber auch den einen oder anderen Audiologen, den Chef oder auch die Kolleginnen aus der Verwaltung. Die App trainiert die Geräuschidentifikation, das heißt die Fähigkeit, ein Geräusch zu erkennen. Man muss natürlich auch Geräusche unterscheiden können, aber die App geht eben einen Schritt weiter, dass man nicht nur sagen muss gleich ungleich, sondern eben auch, welches Geräusch genau es ist. Wir haben zum einen den Teil zum Anfassen, das sind die Chips. Der Rest kommt vom Handy und das Handy kann man natürlich an alle bekannten Überträger anschließen, sei es das Minimic, den Audiolink oder die FM-Anlage und ist deswegen auch zum Hörtraining für SSD-Kinder geeignet. Das suchen wir immer wieder nach kindgerechtem Material und wir glauben, da drin haben wir jetzt echt auch eine Lösung für die SSD-Kinder gefunden. Ich denke schon, dass man es ab 4 mit sehr fitten Dreijährigen vielleicht auch spielen kann. Dann ist natürlich auch die Frage, wie ist der Schwierigkeitsgrad gestaltet? Und man kann die App eben auch später für schulische Zwecke nutzen. Das heißt, nach oben hin haben wir da wirklich keine Grenzen offen. Und wie genau das funktioniert, das will ich euch jetzt einmal zeigen. Deswegen schwenkt die Kamera jetzt nach unten, damit ihr mein Handy besser sehen könnt, wo ich die Büffelgame-App schon geöffnet habe. Um die Büffelgame-App zu bekommen, müsst ihr nach Büffelgame im App Store suchen oder eben im Google Play Store. Dann kann man sich kostenlos die App runterladen und auf büffelgame.de kann man sich die passenden Spielchips dazu bestellen. Auf Facebook findet ihr eine Anleitung, wie ihr nach der Installation von der Büffelgame-App auch unsere Box findet. Das ist nämlich hier die CIC-Box. Man kann sich eben auch eigene Boxen machen, später für die Schule. Es gibt auch voreingestellte Boxen, eben die eher auf die Schule ausgerichtet sind. Aber das ist unsere Box und die könnt ihr dort auch bekommen. Wenn ihr auf die Box geht, könnt ihr euch dann entscheiden, welche Kategorie ihr spielen wollt. Das geht von Mensch über Reise, Natur bis hin zu Küchengeräuschen. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mit Bildern, mit einem kleinen Video oder mit Wörtern spielen wollt. Ich spiele heute mal mit dem Video. Und als Kategorie wähle ich die Kategorie Mensch, denn da sehen wir vielleicht den einen oder anderen von uns wieder. Jetzt kann ich aussuchen, mit wie vielen Chips ich spielen will. Gerade am Anfang würde ich euch empfehlen, mit sehr, sehr wenig Chips zu spielen. Und ich zeige euch das jetzt mal mit nur 4 Chips. 20 gibt es insgesamt, also 10 Geräuschpärchen. Ich kann die 4 Chips entweder einfach auf den Tisch legen. Das führt oft dazu, dass man sie nicht so gut wiederfindet, weil ich sie ja immer auf das Handy legen muss. Und wenn ich sie zurücklege, dann weiß ich gar nicht mehr, wo sie vorher lagen. Deswegen kann ich auch eins von den Spielbrettern nutzen. Die kann man sich kostenlos auch auf büffelgame.de runterladen. Und dann kann ich die zum Beispiel hier auf die Dinos legen, um mir das ein bisschen besser zu merken. Jetzt kann ich hier unten noch aussuchen, ob ich mit mehreren Spielern spiele oder alleine. Wenn ich den Mehrspielermodus anwähle, kann ich verschiedene Namen einstellen und dann werden auch die Mitspieler eben aufgerufen. Jetzt spiele ich aber erstmal alleine. Dann fragt er mich, ob alles richtig eingestellt ist. Ich drücke auf Auf geht's und dann kann man schon losspielen. Es ist so, dass man noch rausfinden muss, wo auf dem Gerät der NFC-Leser ist, denn das ist der Leser, der quasi aus den Chips die Geräusche rausholt. Bei mir ist es praktischerweise direkt hier oben. Bei manchen Handys ist es aber auch auf der Rückseite. Das müsst ihr einfach mal entweder Betriebsanleitung nachlesen oder googeln. Da findet man aber die Anweisung auch recht schnell.
Ihr habt das Geräusch vielleicht schon gehört. Da hat jemand so ein bisschen seine Wange ploppen lassen. Man kann über den Pfeil auch Geräusche immer wieder anhören. So oft, bis ihr euch halt sicher seid, dass ihr genau wisst, was ihr da gerade hört. Das war der Dino Nummer 7. Dann nehme ich jetzt den Dino Nummer 14. Und man sieht Frau Sebens, die Nase hochzieht. Das passt natürlich nicht zusammen, denn Nase hochziehen klingt ja ganz anders als dieses Geräusch. Dann nehme ich jetzt den Dino Nummer 2. Und man sieht, wie Frau Sebens ihre Wange ploppen lässt. Jetzt denke ich mal, ich erinnere mich, dass das Ploppen beim Dino Nummer 7 lag. Das wähle ich mal aus. Und schon hat die App erkannt, dass ich das richtig gehört habe und hat oben hingeschrieben, sehr gut. Im Mehrspielermodus wäre ich jetzt gleich nochmal dran, wenn ich ein Pärchen gefunden habe. Ich spiele alleine, bin also schon wieder dran und gucke mal, ob ich das Gegenstück finde. Das klingt danach, als würde jemand ziemlich seine Nase hochziehen und ich weiß genau, wer das war. Das war wohl die Frau Sebens. Und schon wieder habe ich ein Pärchen gefunden. Auch das erkennt die App. Dann kann ich auch weitergehen. Und schon habe ich meine erste Runde gewonnen. Natürlich kann ich das jetzt schwieriger machen, indem ich mehr Pärchen nehme. Ich kann es schwieriger machen, indem ich den Spielplan weglasse. Ich habe noch einen Expertentipp für euch. Auch mit den Spielplänen ist es manchmal nicht so einfach, sich das zu merken, weil ja die Plätze trotzdem verschwinden. Ihr könnt auch auf jeden Chip einen Sticker drauf machen. Wichtig, es muss auf jedem Chip ein anderer Sticker sein, denn welche Chips ein Pärchen bilden, würfelt der Computer oder das Handy ja jedes Mal neu aus. Und dann kann man sich merken, die Frau Sebens zieht die Nase hoch bei dem Froschkönig. Und dann habe ich so eine Verknüpfung. Das sind alles Hilfen, die euch helfen können. Müsst ihr mal gucken, was euch da besser gefällt. Wenn ihr das nächste Mal hier seid, fragt uns gern danach. Wir können es auch gern mit euch hier ausprobieren. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kaufen und Spielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum nächsten Vlog. Macht's gut. Tschüss.